Strategien zum Sojabohnenanbau ist unser nächstes Thema bei Horsch Live. Bevor wir tiefer einsteigen, noch kurz der Hinweis: Wenn Fragen da sind zum folgenden Vortrag, den bitte einfach im Chat eintragen. Wir beantworten sowohl schriftlich als auch im Anschluss an den Vortrag direkt mit unserem Referenten die Fragen von eurer Seite. Ja, Sojabohne, eine interessante Kultur ist sie geworden, denke ich, in den letzten Jahren. Zum einen natürlich durch das, dass wir in Europa GMO-freies Soja mehr verfüttert, mehr gesucht wird. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil bestimmte Regelmechanismen mehr Leguminosen vorsehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Sojabohnen oder den Sojabohnenanbau heute anschaue, gibt es viele Fragen rund um Sorten, Reifegruppen, Anbautechnik, was sind die richtigen Reihenweiten oder auch bis hin in den Pflegebereich rein. Setze ich ein Herbizid, fahre ich mechanisch? Und genau für diese Fragen haben wir uns den Ferenc Kornisch von der NU Agrar eingeladen. Ferenc ist Ackerbauberater, seit 2013 beschäftigt bei der NU Agrar und seit diesem Jahr dort auch Geschäftsführer. Er beschäftigt sich vor allem mit den Kulturen Sojabohne, Sonnenblumen und Mais. Also ich glaube, diese Mischung verspricht einen wirklich interessanten Vortrag und ich freue mich zusammen mit euch jetzt auf die Ausführungen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Mein Name ist Ferenc Kornisch und vielleicht ganz kurz: Ich bin Berater seit 2013 bei der NU Agrar und bin vor allem für den südosteuropäischen Raum zuständig. Da werde ich auch sehr häufig mit einer Kultur konfrontiert. Das ist die Sojabohne und über diese Sojabohne und wie man sie anbauen kann und auf welche Punkte man vor allem achten muss, auf das möchte ich jetzt in meinem Vortrag darauf eingehen und hoffe am Ende, dass ich Ihnen auch wirklich da helfen konnte. Und nicht nur das, sondern vielleicht, dass ich auch manche, die sich noch gerade schwer tun, ob sie Soja anbauen sollen oder nicht, dass ich denen auch geholfen habe, da eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Also, Sojaanbau, wie schaut es überhaupt mit der Sojabohne aus? Die Sojabohne von der Entwicklung der Anbaufläche sieht man Folgendes: Die letzten 10 Jahre hat die Anbaufläche von irgendwo seinen 1000, 2000 Hektar ist dann plötzlich dann angesprungen und jetzt sind wir mittlerweile schon bei 30.000 Hektar. 2021 weiß man noch nicht, aber ich schätze mal, wir werden auf jeden Fall wieder über der 30.000er Marke dann landen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen Leguminosen, dann ist die Sojabohne noch nicht die Leguminose. Sie ist im unteren Bereich, etwa auf dem Niveau von einer Lupine. Aber die Hauptleguminosen sind nach wie vor die Körnererbse und auch die Ackerbohne. Aber trotzdem, diese Tendenz und diese Steigerung, die wir aktuell bei der Sojabohne sehen, das zeigt uns, diese Pflanze hat ein gewisses Interesse bei den Landwirten erweckt und das nicht nur bei den Landwirten, sondern auch bei den Verbrauchern. Und hier sehen wir einen großen Vorteil gegenüber der Sojabohne, die aus dem Ausland importiert wird. Wir können eine GVO-freie und auch regionale Sojabohne hier bei uns in Deutschland anbauen. Und wie viel können wir denn überhaupt in Deutschland an Soja anbauen? Sieht man an der Darstellung vom JKI und des Sojaförderings. Die haben in Zusammenarbeit eine Karte erstellt, wie viel Fläche eigentlich mit Soja in Deutschland angebaut werden kann. Und da kommen Sie tatsächlich auf eine Fläche von 780.000 Hektar, grob. Und von diesen 780.000 Hektar sind etwa 70.000 Hektar, wo wirklich günstige Bedingungen sind und auch rund 400.000 Hektar, die, sagen wir mal, weniger günstiger oder noch in Ordnung sind, wo man Sojabohne erfolgreich anbauen kann, aber jetzt nicht mehr die Top-Erträge erreicht werden können. Aber das soll uns zeigen, da ist Fläche da, wo wir die Sojabohne anbauen können. Sie konkurriert natürlich mit den anderen Sommerungen, das muss man auch berücksichtigen, aber es ist nicht so, dass wir Sojabohne in Deutschland nicht anbauen können. Und für Sie vielleicht eine hilfreiche Darstellung, wenn Sie noch nicht wissen, ob bei Ihnen Sojabohne möglich ist oder nicht, ist die Kalkulation der Temperatursumme.
In dieser Karte, die ich vorhin gezeigt habe, ist so, dass nicht nur Temperatursumme, sondern auch Bodengüte, Wasserversorgung und allgemein das Klima berücksichtigt worden ist. Aber ich finde, das ist jetzt relativ schwierig für den Landwirt, das mal schnell bei sich auszurechnen, wo er da steht. Und da verwende ich gerne die Formel der Berechnung der Temperatursumme, die auch im Mais verwendet wird. Und da benötigt man die Temperaturminimum und die Maximumdaten und das geteilt durch 2 minus T-Basis. T-Basis ist der Faktor 6. Das bedeutet, dass wenn hier die Temperatur auf 6 Grad und höher ist, dann wächst auch die Sojabohne. Und mit dieser Formel kriegen Sie letzten Endes raus, wie viel Tage tatsächlich Ihre Sojabohne effektiv auf dem Standort wachsen kann. Das Ganze können Sie dann in eine Excel rein kopieren und dann mal schauen, wo sind die Daten Ihres Standorts. Von Ihrem üblichen Saattermin, dann nehmen Sie einfach den vom Mais her. Wann Sie Mais sehen können, dann können Sie etwa auch mit der Sojabohne anfangen und kalkulieren dann die Temperaturen bis Mitte September. Mitte September deswegen, weil ich möchte, wenn es geht, die Sojabohne Mitte September oder plus minus 10 Tage dann auch abhaben, weil wenn wir in den Oktober reinkommen, dann ist einfach die Gefahr, dass es bei der Ernte ungünstige Bedingungen gibt, wie zum Beispiel Tau oder allgemein die Tage werden auch kürzer. Dementsprechend wird es schwierig, dann die Sojabohne gut zu ernten. Und natürlich der Vorfruchtwert leidet dann auch darunter, weil natürlich wir wollen eine frühräumende Kultur, damit wir danach dann mit unserem Weizen frühzeitig anfangen können. Und wenn das Ganze sich jetzt in den Oktober rein legt, dann haben wir das Problem, dass dann auch der Weizen später gedrillt wird. Aber jetzt einfach nur ein Beispiel, habe ich jetzt Zahlen hergenommen, es sind jetzt 2016er Zahlen auf einem Standort und komme am Ende von Mitte April, wo ich möglicherweise schon loslegen kann mit der Saat, bis Mitte September auf eine Temperatursumme von 1500 Grad Celsius. Bedeutet, alles was über 1450 ist, heißt, Sie können eine Sojabohne anbauen. Hier bewegen Sie sich noch in den frühen Sorten, die halt nicht so einen hohen Temperaturanspruch haben. Aber Fakt ist, ab 1450 traue ich mich, eine Sojabohne anzubauen. Und das, am besten machen Sie das auch über mehrere Jahre. Und wenn Sie da in den letzten 5 Jahren als komplett Neueinsteiger und niemand in Ihrer Gegend hat schon mal Sojabohnen angebaut, dann können Sie sagen, okay, ich komme in den letzten 5 Jahren stabil über die 1450, also ich kann Soja anbauen bei mir. Das ist, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Aber wir wollen uns jetzt auch da generell fokussieren. Was sind jetzt beim Anbau noch die wichtigen Punkte? Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz. Das ist jetzt, was ich als die wichtigsten Punkte empfinde und möchte aber hier auch primär auf die Aussaat drauf eingehen. Weil hier sehe ich, dass wir am meisten Verbesserungsmöglichkeiten haben oder wo wir am meisten noch ein bisschen was anpassen können an unsere gesamte Produktionstechnik. Kurz zur Bodenbearbeitung. Die muss passen. Ich brauche Wurzelraum. Die Sojabohne kann nach unten wurzeln, hat eine gute Pfahlwurzel. Wir sehen, sie hat ein sehr gutes Wurzel- und Sprossverhältnis. Auf dem ersten Bild ganz links sehen Sie auch, die Pflanze ist gerade mal im Keimblattstadium und hat die ersten 2 Unifoliatblätter ausgebildet und hat schon im Verhältnis dazu eine dreimal so große Wurzel. Und dann später, wenn das erste Trifoliat dann auch schon da ist, dann sehen Sie auch intensive Wurzel, da schon bei 20 cm und auch eine intensive Verästelung. Und das sieht man auch noch weiter, das nächste Bild ist dann zu der Blüte. Wir sehen der gesamte Spaten, der etwa eine Länge von 30 cm hat, ist mit Wurzel bedeckt, mit einer intensiven Durchwurzelung. Und für uns ist tatsächlich wichtig, dass wir auch viele Feinwurzeln haben, denn auf diesen Feinwurzeln bilden sich
die Knöllchenbakterien. Also wenn es über den natürlichen Weg geht und wir schon die Knöllchenbakterien im Boden angereichert haben, dann findet eine Infektion immer an den Seitenwurzeln statt und nicht an der Hauptpfahlwurzel. Ist nochmal was anderes beim Impfverfahren. Da sehen wir immer, dass es um den Impfhof herum erstmal die Knöllchenbakterien sich bilden. Aber wir wollen ja tatsächlich die Sojabohne so etablieren, dass sie über mehrere Jahre dann auch erfolgreich wird. Boden muss eingeebnet werden. Und Boden einebnen beginnt bei mir schon mit dem Stoppelsturz und geht auch nur mit einem Zinkengerät. Mit einer Scheibenegge kann ich einfach nicht den Boden bewegen und tatsächlich vor sich schieben, damit dann die Ungleichmäßigkeit im Boden dann etwas eingeebnet wird. Und das heißt, 15 Grad Winkel, was sagen wir, die meisten Landwirte schon so empfinden, dass das schräg genug ist, schaut so aus, reicht nicht aus. 30 Grad Winkel ist, da würde, glaube ich, die meisten Landwirte sagen, ja, das ist schon richtig, richtig großer Winkel. Aber eigentlich möchte ich die 45 Grad erreichen. Und am liebsten die 45 Grad im ersten Stoppelsturz und dann gegengesetzt im zweiten Stoppelsturz wieder 45 Grad. Und dann kann ich ja das beim nächsten Arbeitsgang schon die gerade Linie machen und habe dadurch wirklich eine schöne Einebnung des Bodens erreicht. Und das muss einfach bei der Sojabohne ganz, ganz im Vordergrund stehen, denn Sojabohnen müssen sehr niedrig geerntet werden. Und das hängt damit zusammen, dass ganz unten schon die ersten Hülsen dran sind und die sind in der Regel auch ertragsreiche Hülsen mit stabilen Körner dann auch drinnen und die wollen wir natürlich alle mitnehmen. Und häufig ist es so, dass man alleine mit Unebenheiten, mit dem falschen Drescher, also dass man kein Flexschneidwerk verwendet beispielsweise, da bleiben die ersten 3 bis 5% des Ertrags bleiben auf dem Boden liegen. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Das ist verschenkt, wenn man davor einfach ein bisschen schräger fährt und wenn man dann am Ende einen Lohnunternehmer herholt, der dann auch das passende Schneidwerk hat. Okay, also so viel zur Bodenbearbeitung. Jetzt fokussieren wir uns auf die Aussaat. Aussaat gibt es 4 Punkte, die man diskutieren muss. Reihenweite, welche Sätechnik, also nämlich die Einzelkorn, nämlich die Drillsaat. Welche Aussaatstärke und generell, wie tief muss ich denn das Korn ablegen? Da gibt es schon viele Unterschiede. Also wir sehen alleine bei den Reihenweiten, ich kann die normale Getreidereihenweite nehmen, das heißt 12,5 bis 15 cm. Ich kann dann jeweils eine Röhre dann zumachen und dann bin ich bei 25 bis 30 cm. Und dann gibt es auch noch weitere Verfahren, 37,5, 45 bis 50 cm Reihenweite und dann gibt es auch noch die 75 cm Reihenweite. Das sind natürlich große Unterschiede und wir sehen eins, dass die Hauptunterschiede ist der Bestandesschluss. Ich kriege, je enger ich sehe, desto eher kriege ich einen Bestandesschluss hin. Somit ist die Konkurrenzkraft gegenüber Unkräuter ist deutlich höher, aber es gibt, sagen wir, auch ein, zwei Nachteile, wenn ich jetzt mich schon auf die ersten Reihenweite fokussiere. Das sehen Sie auch im Bild, die Verteilung ist relativ ungenau. Also die Körner sind ja rund, verrollen sehr gerne und dadurch das Problem, was wir in einem Weizen schon seit Jahren diskutieren, macht sich hier bei der Sojabohne auch sichtbar und durch das Verrollen der Körner ist es noch stärker, dass wir Häufchen und Lücken in unserem Bestand haben. Und da muss man sich dann fragen, passt das so oder kann ich da vielleicht was verbessern? Und definitiv Verbesserung ist, wenn wir in Richtung Einzelkorn und dann auch was dann automatisch verbunden ist mit der breiteren Reihenweite, da kann ich dann tatsächlich die Körner schön verteilen und in einem richtigen Abstand dann auch hinstellen. Aber da muss das System auch drauf eingestellt werden. Ich würde jetzt eigentlich sagen,
Für Deutschland bewegen wir uns wirklich von diesen 12,5 cm bis 50 cm. Das ist das, wo wir uns auswählen können, welche Saat oder welche Reihenweite wir verwenden. Ertragsunterschiede, bemerkbar für den Landwirt, sind im ersten Moment keine zwischen diesen vier verschiedenen Verfahren. Wo es dann wirklich schon bemerkbar wird, also bei 75 cm, das ist jetzt nichts für Deutschland, das geht dann mehr in Richtung Ungarn, Rumänien, dort ist es etwas, was ich dann auch verwenden kann. Aber tatsächlich so bemerkbare Unterschiede zwischen den ersten gibt es nicht. Wenn man dann genau hinschaut, kann es mal diese paar Prozente, sagen wir mal 3 bis maximal auch 5% mehr Ertrag für die eine, also zum Beispiel für die Reihenweite, die breiteren Reihenweite geben, aber das ist nicht immer der Fall. Denn Reihenweite ist auch nicht gleich Reihenweite. Es ist wichtig, Sie können natürlich auch sagen, 45 cm, ich habe doch meine 15 cm Getreidedrille, also mache ich zwei Löcher jeweils dann zu und dann komme ich so auch auf die 45 cm. Ja, hat dann einen Vorteil, Sie können tatsächlich auch hacken. Das ist das, was Sie damit ermöglichen. Aber ich habe nicht den Vorteil der gleichmäßigeren Verteilung. Und somit bleibt das Phänomen des Verrollens und der Lücken bleibt nach wie vor. Und je weniger Sie sehen, desto eher spüren Sie auch, dass dann diese Lücken, wie auch im Bild zu sehen sind, dann auch bleiben. Und das macht sich dann auch sichtbar. Auf der linken Seite sehen Sie schön, da ist der auf denselben Acker dieselbe Sorte mit denselben Reihenabstand und auch dieselbe Saatstärke wurde halt einfach mit der normalen Drillsaat gemacht und auf der rechten Seite mit einer Einzelkorn. Und Sie sehen einfach, wenn man in den Bestand reinschaut, der ist unruhig. Der linke ist unruhig, wir haben diese Lücken und wenn man genauer hinschaut, sind auch diese Doppel-, Dreifach- oder Vierfachablagen. Und dann fragt man sich wirklich, sind dann diese vier Pflanzen, die nebeneinander sind, nicht zu stark in Konkurrenz? Werden alle vier Pflanzen tatsächlich auch am Ende auch einen Ertrag bilden können mit den notwendigen Hülsen und Körner? Das ist halt nicht der Fall. Da ist eine Konkurrenz und dann ist tatsächlich die gleichmäßige Verteilung von einer Einzelkorn ist schon von Vorteil. Und ermöglicht uns dann auch, dass wir in der Saatstärke vielleicht etwas runtergehen. Also fasst mal kurz zusammen. Vorteile der Einzelkorn, sicheres Keimen, weil ich auch eine deutlich bessere Ablage bekomme. Ich kann schön auf die wasserführende Schicht das Korn ablegen. Und wie zum Beispiel auch 2020 gezeigt hat, wo wir diesen scharfen Übergang von dem nassen März dann ins trockene Frühjahr gehabt haben und der Oberboden sehr schnell ausgetrocknet ist, dass dann tatsächlich der Saathorizont bis auf 5 cm komplett trocken war. Und dann ist der Vorteil, ich kann auch mit der Einzelkorn sicher auf 6 cm eine Sojabohne ablegen. Das ist, normalerweise sage ich, 4 cm und tiefer nicht. Aber es gibt Ausnahmen, wenn es eh trocken bleibt und ich die Sojabohne zum Keimen bringen möchte, dann kann ich sie auch auf 6 cm ablegen. Da keimt dann die Sojabohne fast genauso schnell als bei 4 cm, weil der Boden darüber ist schön erwärmt, ist locker, luftig und da kann die Sojabohne dann rausschießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das ist ein großer Vorteil, dass ich eine Sicherheit im Auflauf bekomme. Ich kann mit der Saatstärke runtergehen, ich habe einen gleichmäßigeren Auflauf, ich kann hacken und was man auch bemerkt, dass man vielleicht tendenziell etwas höhere Ansätze der untersten Hülsen hat. Das ist, manchmal tut sich gar nichts, manchmal kommen da 3 cm raus, aber wenn man diesen Vorteil mitnehmen kann und manchmal ergibt es sich, manchmal nicht, dann ist es doch in meinen Augen auch sinnvoll. Nachteil, ich habe einen späten Bestandesschluss, das heißt, die Unkräuter können noch spät eventuell nachkeimen und dann auch noch über den Bestand wachsen. Ich habe dann auch einen Nachteil, ich brauche eine gute Saatgutqualität und tatsächlich, da steht da jetzt nicht, ich verliere auch an Schlagkraft. Das ist aber
man kann das System auch anpassen. Also wenn ich da mich drauf eingestellt habe, dann kann ich auch sagen, hier, dann nehme ich eine breitere Sämaschine oder nehme zwei Sämaschinen und kriege dann dieselbe Flächenleistung. Okay, Saatstärke, wichtiges Thema. Und da sieht man jetzt, habe ich einfach mal aufgenommen, das ist ein 25 Reihen, mit einem 25 Reihen Abstand gesäter Sojabestand. Die obersten Reihen lückig, die unterste Reihe passt einigermaßen. Die Pflanzen, da habe ich einfach mal Pflanzen rausgerissen und dann habe ich die Pflanzen auf den laufenden Meter gezählt. Ganz oben 14 Pflanzen auf den laufenden Meter entspricht etwa 56 Pflanzen pro Quadratmeter. Drunter 17 Pflanzen entspricht etwa 78 Pflanzen pro Quadratmeter. Und dann die Reihe darunter, die ich schon bereinigt habe, bin ich auf die 12 Pflanzen gekommen. Da ist jetzt keine Konkurrenz zwischen den Pflanzen. Natürlich eine Lücke, da kann ich keine neue Sojabohne reinstecken. Aber ich kann zumindest diese Häufchen, konnte ich da schon dezimieren. Habe da von den, insgesamt waren es, ja, dann 19 Pflanzen, von denen habe ich 7 rausgezupft und bin dann so auf eine Dichte von 48 Pflanzen pro Quadratmeter gekommen. Das wäre auch, hier handelt es sich um eine Dreifach-Nuller-Sorte und da ist dann die Frage, reichen überhaupt 48 Pflanzen oder nicht? Und, aber das soll nochmal darstellen, wie sie tatsächlich, wie eigentlich die Verteilung sein sollte. Und jetzt die Frage, kann eine Sojapflanze das überhaupt kompensieren? Müssen wir uns mal die Ertragsstruktur anschauen. Da sehen wir Folgendes. Eine Pflanze, die kann im Schnitt, das ist einfach Erfahrungswert aus der Praxis, dann auch im Versuchswesen, wenn ich LSV-Versuche auch anschaue und da die verschiedenen Sorten bonitiere, dann sehe ich auch, dass man etwa 15 bis 25 Hülsen pro Pflanze hat. Diese Hülsen haben in der Regel 2 bis 3 Körner. Da komme ich dann auf eine Korndichte von etwa 50 Körner pro Pflanze. Das bei einem durchschnittlichen TKG, ich habe jetzt mal einen 175er TKG hergenommen, komme ich auf einen Einzelpflanzenertrag von grob 90 Gramm. So, das Ganze jetzt auf den Bestand gerechnet und dann auch auf den Hektar, schaut es folgendermaßen aus. In der Regel, wenn ich die Empfehlungen anschaue, wird immer mit irgendwo 55 bis 60 keimfähigen Körner wird gerechnet. Also dann haben wir am Ende sozusagen die 50 bis 60 Pflanzen. Komme ich auf 90 bis 1250 Hülsen pro Quadratmeter, Körner bleiben dasselbe, komme ich auf eine Korndichte von 2500 Körner. Das entspricht dann mit dem TKG von 175 und kommt dann am Ende auf einen Ertrag auf einen Hektar gerechnet von 4,4 Tonnen. So, das ist jetzt rein, wenn ich einen Bestand, einen Quadratmeter habe, ohne irgendwie Abzüge. Sie können jetzt, wenn das ein bisschen praxisrelevanter sein soll, diese Zahl, dann ziehen Sie einfach 15% ab. Aber es soll zeigen, was ist eigentlich unser Ziel? Wie viele Hülsen, was für eine Korndichte? Das ist ja am Ende das, was uns den Ertrag bringt. TKG ist relativ konstant und fast schon genetisch festgelegt. Aber wir sehen jetzt Folgendes. Wir können hier, oder die Pflanze selber kann kompensieren. Und wir können auch irgendwo dagegen steuern. Das heißt, die Pflanzenzahl können wir nach oben gehen. Und wenn wir halt ein schlechtes Saatgut haben, dann sehen wir einfach unsere 80 Körner und kommen dann am Ende doch noch auf die 60. Aber das hat einen großen Nachteil. Das kostet Geld. Saatgut ist nicht billig. Und wenn wir uns das mal anschauen, Saatgutkosten sind irgendwo bei der Sojabohne von 250 bis 300 Euro. Also je 10 Körner auf einen Quadratmeter oder 10.000 Körner entspricht das 4,5 Euro oder 100.000 Körner. Die 100.000 Körner sind dann die 10 Körner pro Quadratmeter, sind dann 45 Euro. Und das ist dann schon eine Zahl, wenn ich da vielleicht ein bisschen runtergehen kann, da spart man sich auch Geld. Aber das ist wirklich diese Hülsen und am Ende die Korndichte ist das Entscheidende. Das bringt dann unseren Ertrag. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie viele schafft denn überhaupt so eine Pflanze? Und ich habe jetzt einfach mal rein
ausgerechnet, okay, wie viele Hülsen pro Pflanze oder wie viele Körner pro Pflanze benötige ich denn bei einer Pflanzendichte von 60, 50, 40, 30, 20 oder 10 Pflanzen? Weil, worauf möchte ich am Ende herauskommen? Die Sojabohne kann kompensieren und zwar richtig gut. Also, wir sehen bei 60 Pflanzen pro Quadratmeter mit einer hohen Hülsendichte haben wir irgendwo unsere 60 Hülsen pro Quadratmeter und irgendwo dann unsere 42 Körner. Also das entspricht dann am Ende schon diesem Ertragspotenzial, dass wir über der 3-Tonnen-Marke dann auch hinkommen können, rein mit der Zahl der Körner. Am Ende, wenn ich jetzt eine Trockenheit habe und der Sommer einfach die Niederschläge ausgeblieben sind, dann wird die Pflanze natürlich am TKG nochmal etwas reduzieren oder es fallen ein, zwei Körner weg. Aber sie müssen vorerst schon mal das Potenzial geben für einen hohen Ertrag und das läuft über die Hülsenzahl. Was dann danach passiert, sehen wir dann, wie sich das Jahr entwickelt. Aber sie können schon mal vorlegen. Also, wir kommen auf die normalen, wie ich auch in der Praxis sehe, 20 Hülsen pro Pflanze. Gehe ich runter auf die 50 Pflanzen, dann komme ich auf die 25 Hülsen. Gehe ich runter auf die 40 Pflanzen, benötige ich etwa 30 Hülsen. Und bei 30 Pflanzen benötige ich schon über 40 Hülsen, bei 20, 60 und bei 10 Pflanzen 125. Und jetzt ist die Frage, kann das überhaupt eine Sojabohne? Und wie machen es andere? Also wenn man jetzt rüberschaut, Brasilien, da bin ich auch bei einem Projekt tätig und die sehen irgendwo mit ihren 15 bis sagen wir mal maximal 30 Pflanzen und die kriegen dann auch diese Zahlen. Die kriegen über 100 Hülsen pro Pflanze etwa hin, wenn sie dünn sehen. Und wenn sie bei diesen 30 Körner sind, dann sind da auch tatsächlich 40 bis 50 Hülsen pro Pflanze dran. Und das heißt, die Soja hat dieses Potenzial. Und wo ich glaube, wir uns bewegen müssen, ist die Zahl zwischen 50 und 30. Angepasst an die Sorten und an die Region. Aber das ist, glaube ich, das, wo wir uns realistisch auch bewegen können, was dann auch tatsächlich umsetzbar ist. Und da sehen wir Saatgutkosten, wenn Sie ganz unten anschauen, das ist schon ein Unterschied. Und wenn ich da von 270 runtergehen kann auf 130 Euro, dann spare ich mir da schon 140 Euro schon fast. Das ist also eine Ersparnis von 50% und habe das Potenzial noch für denselben Ertrag. Dazu ist auch mal eine Bachelorarbeit gelaufen, die ich dann auch mit begleitet habe. Und für mich ist wichtig, wenn man einen Saatstärkeversuch macht, da muss man auch tatsächlich ihn so machen, dass keine Doppelablagen sind, sondern dass dort wirklich jede Pflanze ausreichend Platz hat und von Anfang an schon diesen Weg geht, dass sie kompensieren muss. Und da ist Folgendes rausgekommen, auf der linken Seite sehen Sie die Korndichte, drunter Pflanzen pro Quadratmeter. Geplant waren eigentlich die Körner, sehen Sie 36, 24, 72 und 36 mit zwei verschiedenen Reihenweiten, einmal auf 45 cm und einmal auf 22,5. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, die Korndichte ist fast gleich. Statistisch ist sie gleich. Und das heißt, die Soja kompensiert. Ob sie 52 Pflanzen dort stehen hat oder 26, die Hälfte, ich bin bei derselben Korndichte. Das sind der erste und der dritte Balken. Am Ende der Ertrag, Sie sehen dieselbe Schwankung wie die Korndichte. Das ist dieser Zusammenhang Korndichte und Ertrag. Sie sehen dasselbe. Also die Soja kompensiert das am Ende. Wir müssen ihr aber von Anfang an auch den Platz geben und dann auch so gleich starten. Es geht nicht, dass ich viele Pflanzen hinsetze und dann sehe, nee, die soll dann doch noch kompensieren, aber die Pflanzen, die haben schon am Anfang sozusagen sich daran gewöhnt, dass sie eng stehen, sondern, wie Sie auch schön sehen, auf dem ersten Bild ganz klein um die Keimblätter herum, oder da in den Blattachseln der Keimblätter sehen Sie schon, dass da kleine Triebe sich bilden. Die kommen im späteren Verlauf, werden sie dann nochmal größer. Und das sind dann die Verzweigungen. Und Sie sehen dann auch beim dritten Bild, dann sind schon schön in diesem frühen Stadium, sind dort schon drei Seitentriebe rausgekommen. Und da in diesen Seitentrieben kann schon mal die Sojabohne einmal kompensieren. Hier gibt es auch eine Korrelation, die späteren Sorten können in der Regel
besser verzweigen, hängt damit zusammen, weil sie auch länger in der vegetativen Phase sind und somit mehr Zeit haben, um Verzweigungen anzusetzen und dann am Ende tatsächlich auch Ertragsorgane anzusetzen im Vergleich zu einer frühen Sorte. Heißt aber nicht, also wir haben auch Versuche gehabt, eigene in Sachsen-Anhalt, wo wir die frühe Sorte Merlin angebaut haben, hatten einen Fehler und es sind nur irgendwie 10 oder 15 Pflanzen aufgelaufen und haben dann einfach die Hülsen pro Quadratmeter gezählt und sind dann auch auf über 100 Hülsen gekommen. Also auch eine sehr frühe Sorte kann schon kompensieren, aber normalerweise sagt man, dass diese Tendenz, je früher, desto weniger Verzweigungen. Stimmt jetzt auf die Verzweigungen, aber das sehen Sie jetzt auch im Bild, frühe, mittlere, späte, ganz späte Sorte und ich habe dann dementsprechend auch mehr Verzweigungen drin. Und ich sehe aber Folgendes auch, ein großes Kompensationsvermögen ist alleine schon an den einzelnen Nodien, das heißt an den Knoten, wo jeweils ein Blatt dran ist. Dort sind ja unsere Blüten und diese Blüten, am Ende haben wir ja irgendwo einen Bestand oder eine Pflanze, die hat 10 Etagen und hat dann pro Etage im Schnitt 2 Hülsen. So kommen wir dann auf diese 20 Hülsen. Aber Potenzial, wenn wir die Blüte anschauen, da sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blüten alleine schon drauf. Und das heißt, die könnte da schon 6 Hülsen pro Nodium auch bilden. Und wir sehen, das ist tatsächlich da in der Mitte das Bild, das ist die Kombination. Das waren, glaube ich, 25 Pflanzen auf 75 cm gedrillt. Bin ich auf 60 Hülsen pro Pflanze gekommen. Und dann, das ist aber ein Beispiel aus Westungarn. Und dann ein deutsches Beispiel aus Bayern. Da haben wir dann die 40 Hülsen auf einer Doppelnuller-Sorte gesehen oder gemessen. Und da sehen Sie schön, die hat nicht groß verzweigt, aber sie kompensiert auf den einzelnen Etagen. Und da sehen Sie ja auch teilweise, sind tatsächlich diese 6 Hülsen pro Nodium auch erreicht worden. Okay, das heißt, das sind schon mal diese Vorteile, die wir hier sehen. Weiterer Vorteil, wenn Sie weniger Körner denn stehen haben, dass wir auch auf die das Lagerrisiko minimieren. Das heißt, auf der rechten Seite sehen Sie, da ist der Bestand stehen geblieben. Und dann haben wir dort die 30 Körner pro Quadratmeter auf 75 cm gedrillt. Und auf der linken Seite haben wir eine ganz normale Drillsaat mit 15 cm und 60 Körner pro Quadratmeter. Und wenn wir da dann das anschauen, links ist der Bestand im Lager und rechts steht dann auch wunderbar. Also das ist nochmal ein Vorteil der dünneren Saat. Und das ist eine meiner Lieblingsfolien dann zum Thema. Das ist ein Kollege aus Rumänien, den habe ich jetzt mal da ausgeschnitten. Da sieht man schön die linke Pflanze bei der 60 Körner pro Hektar Aussaat. Sind diese 15 bis 30 Hülsen gezählt worden. Und auf der rechten Seite die Dünnsaat, 40 bis 60 Hülsen. Also es wurde kompensiert und wir waren dann genau das, was dann auch die Bachelorarbeit gezeigt hat. Die Korndichte am Ende wird gleich sein. Okay, aber ich habe ja gesagt, es kann man auch die Verteilung ist wichtig, damit wir auch gleichmäßigere Pflanzenentwicklungen haben. Aber Verteilung ist auch nicht alles. Es gibt ja auch die Möglichkeit, vielleicht in einer normalen Drillsaat die gleichmäßige Verteilung hinzubekommen. Da sehe ich einen Nachteil und das müssen Sie auch berücksichtigen. Die Sojabohne ist sehr empfindlich auf jegliche mechanische Beschädigungen. Und wenn da es vielleicht zu aggressiv ist, dann kann sie, wenn sie auch noch eine schlechtere Triebkraft hat und vielleicht auch noch eine kühle Witterung nach der Saat eintritt, dann kann es zu hohen Pflanzenverlusten kommen. Und das war dann auch hier auf diesem Bild zu sehen. Super Verteilung. Also Körner waren gut verteilt, aber trotzdem am Ende nur 60 Pflanzen, die auf einen Quadratmeter dann da, oder 60% der Pflanzen, die dann effektiv am Ende da standen. Und das ist dann auch das Stichwort für Saatgutqualität. Hier Beispiel aus Brasilien. Da haben Sie irgendwo Ihre 25 Pflanzen gesät.
aber eine Pflanze davon, obwohl sie Platz hat, wächst nicht richtig. Was ist damit los? Da sieht man auch auf der rechten Seite, dass sie wirklich nur ganz wenig Hülsen produziert hat und auf der linken Seite die Pflanze hat wirklich schön diese 90 bis 100 dann Hülsen dann auch ansetzen können. Und da sehen wir Folgendes. Saatgut ist nicht gleich Saatgut. Die Qualität. Auf der linken Seite sehen Sie eine Partie, die eine schwächere Triebkraft hat und auf der rechten Seite eine, die eine super Triebkraft hat. Und am Ende zählt für uns allein die Triebkraft, nicht die Keimfähigkeit. Triebkraft ist das Essentielle. Und das ist tatsächlich, wenn wir zum Beispiel schon bei Einzelkorn sind und eine reduzierte Saatstärke haben wollen, dann müssen wir auch ein passendes Saatgut haben. Und dann kann ich jedem empfehlen, machen Sie einfach einen Triebkrafttest und beruhen Sie sich jetzt nicht nur auf die Keimfähigkeit. 2018 war so ein Jahr, wo wir schlechtes Saatgut hatten, generell, also von allen Züchtern war das dann der Fall, weil wir einfach die Erntebedingungen im Jahr davor waren kritisch und dann hatten wir Keimfähigkeiten von 75%, heißt aber dann nicht Triebkraft, also effektive Pflanzen am Ende. Und dann hatten wir dort teilweise Bestände, wo nur die Hälfte der Körner tatsächlich eine Pflanze geworden ist. Und das ist halt diese Situation. Sie haben links eine schwache Triebkraft und rechts haben Sie eine gute Triebkraft. Und das macht Ihnen das Leben dann auch einfacher, wenn Sie vielleicht dann auch auf einem kritischen Standort sind. So viel zu dem Thema der Aussaatstärke. Ich sehe da viele Möglichkeiten, dass wir unser System anpassen können, aber es muss ein System sein. Das ist so wie beim Getreide. Beim Getreide, wenn ich im Osten unterwegs bin und da kommt dann die westliche Technik hin und dann wird gesagt, Sie können mit 150 bis 200 Körner können Sie wunderbar hohe Erträge erzielen. Okay, das nimmt der Landwirt aus dem Osten, nimmt das dann mit auf oder aus dem osteuropäischen Raum und geht dann nach Hause, kauft sich die Technik und sät dann mit 200 Körner. Trotzdem gelingt es nicht. Warum? Weil er halt bei seinen 6 cm Saattiefe geblieben ist und dann funktioniert das nicht. Also das ist ein System mit der Aussaatstärke und wir müssen alles auf dieses System drauf einstellen und dann können Sie tatsächlich auch mit der Aussaatstärke runtergehen, aber es muss halt alles drumherum passen. Dann noch einen kurzen Exkurs zu der Düngung. Sojabohne hat einen sehr hohen N-Bedarf. Das müssen wir einfach sehen. Wir haben irgendwo einen N-Bedarf von 80 bis 90 Kilo Stickstoff pro Tonne auf die Gesamtpflanze betrachtet. Und der ergibt sich einfach durch den hohen Proteingehalt und so am Ende den hohen Proteinertrag der Pflanze. Sie bildet ja die Symbiose mit den Rhizobium japonicum, also mit den Knöllchenbakterien und kann dann Stickstoff aus der Luft binden. Das kann sie als Leguminose, aber da ist sie nicht so zu bewerten wie eine Ackerbohne oder Erbse. Und deswegen, da müssen wir wirklich frühzeitig kontrollieren, wie es mit diesen Rhizobien ausschaut. Und wir dürfen nicht außer Acht lassen, die Sojabohne benötigt auch mehr Kali als jetzt eine andere Sommerung. Und das, wenn wir, sagen wir, diese zwei Punkte, Stickstoff und Kali, berücksichtigen, dann sind wir schon gut dabei. Und hier vielleicht nochmal, das ist jetzt meine Einschätzung, aus den Knöllchen kommen vielleicht so 50% des Gesamtbedarfs der Pflanze. Wenn Sie im ersten Jahr sind und vielleicht keine gute Infektion hatten, dann können Sie vielleicht maximal 30% rechnen. Was tatsächlich aus den Knöllchenbakterien kommt. Wenn es super ist, dann kommen wir vielleicht teilweise bis zu den 70%. Das ist, sagen wir, das Ziel, was auch viele langjährige Sojaanbauer dann auch sagen. Sie kommen wunderbar mit ihren Knöllchenbakterien aus. Aber wir müssen einfach schauen, wenn wir beispielsweise Ertragsziel 4 Tonnen haben, haben einen Entzug von 260 Kilo N rein im Korn, plus noch das, was im Stroh und in den Wurzeln dann benötigt wird, kommen wir auf einen Bedarf von 330 bis 350 Kilogramm N. Das ist sehr hoch. Davon 50%, wenn dann aus den Rhizobien kommt, bleiben ja immer noch irgendwo die 150 bis 100 und
80, 200 Kilo Stickstoff, die ja aus irgendwo woanders kommen müssen. Das kann dann aus N-Min und N-Mob, also aus dem Humus und aus der organischen Substanz, kann das dann produziert werden. Aber das kommt dann auf Ihren Standort drauf an, ob der das auch diese Nachlieferung hat. Und wenn Sie keine gute Nachlieferung haben, dann haben Sie hier schon mal ein niedriges Ertragspotenzial und muss eventuell auch gedüngt werden. Beispiel, wie Sie jetzt vielleicht ohne Düngung auch klarkommen. Wenn Sie mit Soja anfangen, dann seien Sie einfach mutig und bauen entweder Soja, Weizen, Soja in der ersten Zeit oder auch mal Soja nach Soja. Das kurbelt einfach diese Zahl der Bakterien im Boden an. Und das haben wir hier auch ein Beispiel. Selberschlag nach hinten war er plötzlich dünn und vorne war er deutlich dicker. Das heißt, auf der rechten Seite, das war im vorderen Bereich und auf der linken Seite im hinteren Bereich. Was war der Unterschied? Im vorderen Bereich hat der Landwirt im Jahr davor Soja angebaut. Und im hinteren Bereich war, ich weiß jetzt nicht, Sonnenblume oder Mais war da. Ich glaube sogar Mais. Aber es sieht man auf dem Bild in der Mitte. Links haben wir ganz wenig Knöllchenbakterien und rechts haben wir viele Knöllchenbakterien. Also das ist tatsächlich dann der große Vorteil. Mehr Knöllchenbakterien heißt mehr Stickstoff. Und dann haben Sie von Anfang an auch mehr, auch dass die Pflanze sich verzweigt, mehr Schub. Also das können Sie so wie im Getreide auch. Mehr Stickstoff am Anfang, mehr Triebe. So müssen Sie das dann auch sehen. Und das ist also unser Ziel. Wir brauchen aktive, schöne Knöllchen. Und diese Knöllchen können Sie auch frühzeitig kontrollieren. Bei dieser Wuchshöhe von 10, 15 cm sieht man schon, ob ich Knöllchen habe oder nicht. Und das schauen Sie dann einfach frühzeitig, ob das der Fall ist. Und wenn Sie dann tatsächlich sehen, dass Sie hier keine Knöllchen haben, dann muss über eine Düngung dann überlegt werden. Okay, vielleicht noch kurz zu der Düngung. So viel, wir können auch, also das ist jetzt nicht in Deutschland, sondern das ist dann, was ich in anderen Ländern dann auch versuche, am Ende den Proteinertrag zu steigern. Also ich sehe, wo wir hohes Ertragspotenzial haben, aber am Ende uns dann doch nur der Stickstoff ausgeht. Also nach der Blüte nimmt auch die Aktivität der Knöllchenbakterien ab. Und dann ist da nochmal, wenn ich vielleicht da nochmal einen Stickstoffschub hinbekomme durch Boden oder durch Düngung, dann kann man nochmal positive Ergebnisse positiv auf den Proteingehalt wirken. Muss aber, da sind wir dran, da machen wir auch Versuche dazu, um diese Effizienz dann auch zu steigern, weil da gibt es teilweise nur eine Effizienz von 30 oder 50% des gedüngten Stickstoffs. Das ist natürlich nicht konform, aber das sind nochmal so Spielereien. Wir sehen, die Soja, da können wir noch was bewegen und da forschen wir auch noch dran. Okay, kurz zum Pflanzenschutz. Da geht es eigentlich nur darum, Soja muss sauber bleiben. Krankheiten gibt es eigentlich keine, die wir groß berücksichtigen müssen oder die eine Rolle spielen. Aber Unkrautmanagement ist das A und O. Vorauflaufherbizid ist für mich basic. Dann, hier könnte man vielleicht noch überlegen, ob man einen Striegel mit einbaut. Das war jetzt einfach aus der Erfahrung von 2020. Da haben wir dann durch die trockenen Bedingungen nach der Saat keine gute Wirkung vom Vorauflaufmittel bekommen. Und dann konnten sie einfach mit einem Striegelgang sowohl in diesem frühen Stadium des Auflaufens, da konnte man dann nochmal diese Wirkung verbessern. Aber striegeln können Sie dann auch noch in diesem Stadium, wie auch auf dem Bild zu sehen ist. Da können Sie dann noch striegeln und somit einfach die ein, zwei Unkrautfäden dann auch rausreißen. Aber sagen wir mal, Vorauflaufherbizid, das muss sein. Nachauflaufherbizid, da schaut es so aus, wir haben eigentlich nur zwei Mittel, die gegen Dicotyle gut wirken. Und selbst die schwächeln gegen Gänsefuß. Das heißt, wenn wir hier nochmal eine Sicherheit mit einer Hacke reinbringen können, bringt es das uns schon viel. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehe. Wir können mit der Hacktechnik in Kombination mit der richtigen Reihenweite, kriegen wir einfach nochmal ein Werkzeug, mit dem wir vielleicht Fehler, die davor passiert sind, beheben können. Und das ist dann auch für mich einfach ein Pluspunkt. Natürlich, weite Reihenweiten sind nicht so
stark gegen Unkräuter im frühen Stadium, aber machen dann auch irgendwann mal zu. Und bis dahin muss ich einfach, falls irgendetwas nicht geklappt hat, muss ich halt vielleicht mit einer mechanischen Unkrautregelung noch dazwischen greifen. Also so würde der grobe Fahrplan ausschauen. Über den Sojaanbau für 2021, da habe ich jetzt einfach mal die Grunddüngung mit aufgenommen, Bodenbearbeitung, Tief und Intensiv, Ebene oder Oberfläche. Dann habe ich jetzt hier drei Regionen, Weinbauregion, Gäulagen und Höhenlagen. Für diejenigen, die jetzt weiter im Norden sind, dann müssen sie einfach sich auf diese Temperatursumme fokussieren. Und dann, welche Sorten passen da überhaupt hin? Es haben ja tendenziell, haben die späteren Sorten, haben auch das höhere Ertragspotenzial. Deswegen, wenn es geht, dann würde ich die spätere Sorte nehmen. Aber es muss halt auch reif werden am Ende. Impfen, damit sie auch gute Knöllchenbakterien und viele Knöllchenbakterien bekommen, muss sein. Gerne auch doppelt in den ersten Jahren und vielleicht auch mal intensiver Soja, Weizen, Soja oder mal Soja anbauen. Geht auch. Und dann Reihenweite in meinen Augen, wenn wir in den wärmeren Lagen sind, über 1600 Grad, kommen wir einfach an dieser breiteren Reihenweite nicht vorbei. Und das auch in Kombination mit einer guten Verteilung, also Einzelkorn. Dann können wir auch mit der Saatstärke runtergehen. Und dann können wir natürlich noch die Sicherheit reinbringen im Unkrautmanagement mit Striegelhacke. Falls wir tatsächlich keine Knöllchenbakterien haben, dann können wir auch mal eine Enddüngung mit einbauen. Da müssen Sie einfach schauen, wenn keine Knöllchen dran sind, dann je nach Bundesland darf man bis zu 60 Kilogramm Stickstoff düngen. Und dann kann da ein bisschen gegen gesteuert werden. Und Ernte, wirklich Verluste reduzieren, Fleckschneidwerk, das ist das Wichtigste. Und das ist auch ein Beispiel in Österreich, die sind ja mittlerweile schon bei 70.000 Hektar Soja. Dort ist es so, dass eigentlich gibt es keinen Lohnunternehmer, der kein Flexschneidwerk hat. Also das ist schon eine absolute Grundlage. Okay, also Fazit, hohe Erträge und Geld sparen ist möglich mit steigenden Anforderungen. System, ich würde mal zwei Systeme darstellen, System Präzision, System nebenbei. Und Präzision heißt für mich, wenn Sie wirklich Einzelkorn verwenden, gute Verteilung, gutes Saatgut mit einer guten Triebkraft verwenden, können Sie sparen bis zu 50% Saatgutkosten, einfach runtergehen mit den Körnern. Haben dann natürlich, verlieren Sie ein bisschen Schlagkraft vom Ganzen, haben aber dann die Möglichkeit, dass Sie eine zusätzliche Sicherheit in Ihr Unkrautmanagement reinbekommen und bis dahin, damit meine Saatgutqualität auch auf dem Hof gesichert wird, möglichst schonend umgehen, also nicht viel bewegen. Je weniger mechanische Beschädigungen Ihre Sojasaatgut hat, desto besser ist es. Da gibt es auch einen kleinen Tipp. Sie können so einen Einweichtest machen, einfach Sojabohne 10 Minuten in ein Wasser reinlegen und dann danach rausschütten und schauen, wie viele Körner sind schrumpelig, wie viele sind angequollen. Und dann ist es schon ein kleiner Indiz, ob sie große Schädigungen hatten oder nicht. Weil die Körner, die einen Riss haben, die werden dann schnell sich anquillen. Und die keinen Riss haben, die bleiben dann auch hart, auch nach 10 Minuten Einweichtest. Und wenn Sie in diesem System sind, dann auch Fleckschneidwerk ist für mich ein absolutes Muss. Und das System nebenbei Sojabohnen anbauen schaut so aus. Natürlich, Sie können Drillsaat verwenden. Mit denen kriegen Sie eine gewisse Sicherheit auch rein und können ein schlechtes Qualitätsmanagement kompensieren. Das ist so. Und es soll jetzt nicht heißen, wenn Sie ein schlechter Landwirt sind oder schlechter Sojaanbauer, wenn Sie auch irgendwie einfach nicht die Kapazitäten haben und Schlagkraft benötigen, dann ist es halt einfach mit der Getreidedrille einfach die hunderte Hektar Sojabohne anzubauen. Aber wir müssen halt damit auch rechnen, dass wir höhere Saatgutkosten haben, höhere Beschädigungen auch und dass das Lagerrisiko auch steigt. Also das sind zwei Systeme. Sie können sich entscheiden für das eine oder für das andere. Aber wenn Sie das machen, dann müssen Sie sich auch an den Fahrplan halten. Dann funktioniert es und dann können wir auch, was ich da oben geschrieben habe, auch ein Geld sparen und vielleicht auch höhere Erträge erzielen.
Okay, ich hoffe, damit konnte ich Ihnen auf jeden Fall einen Fahrplan geben und bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg für diejenigen, die Soja noch anbauen wollen, für diejenigen, die Soja anbauen, aber noch nicht ganz zufrieden sind, und freue mich auf die Diskussion. Danke sehr. Ja, es scheinen jede Menge Anbauer jetzt gerade zuzuschauen oder zukünftige Anbauer von Sojabohnen zuzuschauen, wenn ich sehe, was wir für einen Fragenstapel bekommen haben über den Chat. Jetzt darf ich erstmal hier im Studio live begrüßen den Ferenc Kornisch. Grüß dich, Ferenc. Grüß dich, Michael. Ferenc, wir haben einiges an Fragen bekommen. Die erste Frage bezieht sich auf ein Säverfahren aus unserem Haus, den Fokus. Ich schneide es nur kurz an für diejenigen, die jetzt kein Fokusbild vor Augen haben. Das ist eine Sätechnik mit einem Bodenbearbeitungswerkzeug für tiefere Lockerung vorne dran, Rückverfestigung und dann die Aussaat. Und Ferenc, der Kunde möchte gerne wissen, ob du das beurteilen kannst, welchen Effekt der Fokuseinsatz auf die Wurzel hat, beziehungsweise welchen Dünger man denn in welche Tiefe ablegen sollte. Okay. Also grundsätzlich mit dem Fokus haben wir den Vorteil, dass wir speziell bei den Pfahlwurzeln die Wurzeln nach unten lenken können. Und so die Kenntnisse, die wir auch beim Raps haben, dass wir jetzt die Wurzel nach unten bringen und dann auch deren Feinverwurzelung anregen, gilt da 1:1. Vielleicht, worauf man mehr achten muss, dass ich jetzt in der obersten Schicht, also in diesem 5 cm, da jetzt keinen Stickstoff hin tue, vor allem keinen Nitratstickstoff, sondern wenn ich Stickstoff platziere, dann unten auf die Schicht 20, 25 cm. Und so bietet sich eigentlich in diesem Verfahren, also im osteuropäischen Raum macht man das, dass man dann im 2025 ein DAP beispielsweise hinsetzt. Und dann DAP Kombination mit Kali, dass wir einmal Wurzel nach unten bringen, Wurzelverästelungen. Dann bleibt auch der Stickstoff länger in der Form, also in Ammoniumform, dass es die Knöllchenbakterien auch nicht stört und somit haben wir eigentlich alle positive Effekte mitgenommen. Also es ist ein gutes System, funktioniert, können wir genauso sehen wie bei einem Raps, diese Vorteile. Okay, dann noch eine kurze Frage zum Thema Triebkraft. Kann man selber einen Triebkrafttest machen und wenn ja, wie mache ich den? Also selber einen Triebkrafttest wird schwierig, weil wir diese konstanten Temperaturen dann schwierig halten können, aber ich würde mal sagen, wenn man einen Keimfähigkeitstest macht und das beispielsweise da einfach einrollt in ein Zewa-Papier und dann schaut, nach wie vielen Tagen sich diese Sprossen denn rausgeschoben haben, dann kann ich schon so ein bisschen auf meine Triebkraft deuten. Also wenn das einfach schnell geht und ich nach irgendwo 8 Tagen alle Pflanzen gleich groß sind und das Keimblatt da rausgeschoben haben, dann passt es. Dann weiß ich schon, es geht in Richtung gutes Saatgut. Und wenn sich da einfach die Hälfte irgendwie schwer tut und noch gerade mal so den kleinen Keimling rausgeschoben hat, dann weiß ich, oh, das ist vielleicht nicht das ganz Gute. Aber ich würde sagen, wenn ich eine professionelle Aussage haben möchte, dann bitte das in ein Labor untersuchen lassen und dann weiß ich, was für eine Triebkraft ich tatsächlich habe. Und das kann man auch wie beim Mais einen Kalttest machen, dass man tatsächlich diese Triebkraft an seine Grenzen gebracht hat und dann unter schweren Bedingungen angeschaut hat, was passiert mit den Saatgut dann. Mhm. Ansonsten, ich finde ganz schick einfach dieser Einweichtest, den ich im Vortrag auch erwähnt habe, da finde ich auch einfach mal ein guter Hinweis für die Einschätzung, wie sehr das Saatgut beschädigt ist. Und sagen wir, wenn das schon sehr stark beschädigt ist und ich viele so eingequollene Körner habe, dann würde ich sagen, Mensch, dann mache ich doch auch noch einen Triebkrafttest. Dann kann ich so vielleicht eine leichte Aussage schon treffen. Okay. Vielleicht noch kleiner angeknüpft an das Thema Saatgutqualität. Bei der Aussaat gibt es natürlich ein paar maßgebliche Faktoren. Du hast in deinem Vortrag relativ intensiv das Thema Temperatur angesprochen. Gibt es noch andere Faktoren, auf die du achtest, um eine Aussaat, also eine Zeitpunktsempfehlung für die Aussaat zu geben? Also grundsätzlich, es geht vor allem, geht die
der Termin ist nicht so wichtig wie die Bodenqualität. Also das Saatbeet und auch Boden, sagen wir in den obersten 10 cm, wie die Struktur dort ist, wie warm der Boden ist, das geht definitiv vor den Saattermin. Und wenn ich jetzt einen nassen Boden habe, einen richtig knetigen Boden, dann Finger weg, dann vielleicht dieser übliche Mitte-April-Termin, der sonst hinhaut, dann nicht sehen, sondern lieber noch eine Woche oder zwei Wochen warten, bis dann auch die Bedingungen passen. Also es geht, die Qualität geht vor den Termin. Mikronährstoffe ist die nächste Frage. Welche Rolle spielen Mikronährstoffe im Sojaanbau? Ja, schon wichtig. Wir brauchen ja, damit die Knöllchenbakterien auch ordentlich funktionieren und tatsächlich den Stickstoff auch umwandeln können, brauchen wir unter anderem einen Kobalt, wir brauchen einen Molybden, wir brauchen auch ein Eisen. Das sind jetzt so drei Mikronährstoffe, die eine wichtigere Rolle spielen. Bor ist auch wichtig, da hat aber die Pflanze auch ein ganz gutes Aneignungsvermögen. Ich würde mich, sagen wir, auf diese Mikronährstoffe fokussieren. Und am einfachsten, wenn die Sojapflanze vor der Blüte ist, Pflanzenanalyse ziehen, reinschicken, schauen, wo ist denn meine Versorgung. Und wenn ich dann sehe, dass Molybden total im Keller ist, dann weiß ich, dass ich in der Beginn der Blüte einen Blattdünger benötige mit einem Molybden, damit auch meine Stickstoffknöllchen oder Stickstoffbakterien dann so funktionieren und auch diesen hohen Bedarf der Pflanze auch decken können. Weil am Ende die Bakterien machen am meisten aus und die müssen einfach auf Hochtour laufen. Und wenn da irgendein Puzzlestück nicht richtig passt, dann kriegt die Pflanze nicht ausreichend Stickstoff und dann kann es schon mal daran liegen, dass wir halt unter die 3 Tonnen rutschen oder einfach nicht zufrieden sind mit unseren Erträgen. Jetzt, wenn ich auf dem Standort bin, per Bodenuntersuchung sowieso weiß, dass ich zum Beispiel bei Molybden knapp bin, macht es dann so Sinn, das in die Saatfurche mit zu applizieren? Ja, also da gibt es auch Impfpräparate oder so einen Blattdünger, den man gar nicht mal Blattdünger, sondern es gibt Präparate, wo man dann das Molybden und Kobalt dann auch gleich mit drauf beizt. Das funktioniert, aber ich würde mal sagen, spielt eine Rolle bei sehr sauren Böden, wo wir mit der Verfügbarkeit schon Probleme haben. Und ich würde lieber sagen, Pflanzenanalyse machen und dann kann ich schon wirklich wissen, was ist los, und dann kann ich auch passend reagieren. Genau. Weil das davor muss ich wirklich wissen, wie ist der Boden, wie sind meine Mikronährstoffe im Boden und sind die aktuell verfügbar oder nicht. Wir können auch mal auf einen Standort haben, wo beispielsweise Mangan normalerweise nicht verfügbar ist, aber wenn der Boden dann schön dicht gelagert ist, dann ist plötzlich Mangan super verfügbar. Okay, also dann genau hinschauen und trotzdem dann auch zeitig reagieren mit einer Spritzung. Genau. Ja. Die nächste Frage geht es nochmal in den Knöllchenbakterienbereich rein. Ab wann würdest du von einem guten Knöllchenansatz sprechen? Okay, das ist jetzt so eine sehr praktische Frage. Ich persönlich bin schon zufrieden, wenn ich meine 15, 25 Knöllchen dran habe. Dann bin ich schon für unsere mitteleuropäischen Verhältnissen ganz zufrieden. Wenn ich jetzt in Brasilien sehe, da hängen einfach mal pro Pflanze 100 dran. Ich würde es jetzt gar nicht mal auf die Knöllchenzahl, weil es gibt ja auch Knöllchen, die sind dann fast einen halben Zentimeter dick. Und es kommt dann am Ende auf die Knöllchendichte oder die Masse drauf an. Mhm. Aber grob für draußen, es sollte irgendwo 15 und drüber sein, dann können wir schon mal zufrieden sein. Und wenn wir das über die Jahre so aufbauen, dass wir vielleicht mal Richtung 50 gehen, dann gefühlt haben wir dann unser Ziel erreicht. Und wenn wir unter diesen 15er Wert sind und irgendwie nur, sagen wir, 3 bis 5 Bakterien, Knöllchenbakterien dran haben, dann reicht das in der Regel nicht aus, damit die Pflanze vollständig versorgt wird. Das heißt, dann bin ich im Prinzip, wenn ich wirklich auf Ertrag kommen will, gezwungen, mit Stickstoff nachzusteuern,
Was oder wann macht es dann am meisten Sinn? Was ist da die richtige Periode und dann auch die richtige Düngerform? Also ich würde jetzt noch mal ein bisschen entkoppeln, dass da kommt ja noch der Faktor, also von wo kann der Stickstoff kommen? Einmal aus den Knöllchenbakterien, aus dem Stickstoffvorrat aus dem Boden, das heißt aus der organischen Substanz, aus dem N-Min, was da drinnen ist. Bin ich jetzt auf dem Boden mit 80 Bodenpunkte und etwa 3,5% Humus, dann kann dieser Boden alleine mit N-Mob und N-Min seine 200 Kilo Stickstoff nachliefern die dann auch verfügbar sind für die Sojabohne. Da bemerke ich das überhaupt nicht, ob ich jetzt einen Stickstoffmangel durch die weniger Knöllchen habe oder nicht. Bin ich jetzt auf dem Sand, habe meine 25 Bodenpunkte und eventuell auch noch nur 1,5% Humus und habe vielleicht eine Nachlieferung und N-Min von 50 Kilogramm N, da schaut es nochmal ganz anders aus. Und da, wenn dort auch die Knöllchen nicht, die Inokulation nicht erfolgreich ist, dann rentiert sich eine Stickstoffdüngung. Da, wenn wir jetzt in Deutschland sind, ändert sich das je nach Bundesland. In Bayern können wir bis zu 60 Kilogramm N dann düngen. Der Zeitpunkt, vielleicht so ein bisschen, damit man ein Bild bekommt, wie der Weizen auch tickt. Am Anfang mit der N1 beeinflussen wir die Bestockung, das heißt mehr das Vegetative. Das gilt dann auch bei einer Sojabohne. Das heißt, wenn wir ganz am Anfang zu, sagen wir mal, wenn die Sojabohne 15 cm hoch ist und dann düngen, dann haben wir einen Einfluss auf das Vegetative, auf die Verzweigungen an den Nodien, also wie viele Etagen sie hat. Und wenn wir im späteren Verlauf düngen, dann haben wir mehr einen Einfluss auf die Hülsenzahl und auf die Korndichte allgemein. Also wenn ich total leer bin, mein Boden absolut keine Reserven hat und auch keine Knöllchen, dann Stickstoff gleich vorne drauf, damit überhaupt eine vegetative Masse sich bilden kann. Bin ich jetzt auf dem Boden, der eigentlich eine, sagen wir, mittlere Versorgung an Stickstoff hat, und die Gefahr besteht, dass am Ende zu Hülsenbildung und dann zu Kornfüllung, da ist da die Aktivität der Knöllchen nimmt ab, weil sie dann absterben. Und dann kann es von Vorteil sein, wenn wir zu Blüte oder Ende der Blüte einen Stickstoff gegeben haben, damit dieser Prozess, dass die absterbenden Knöllchen und die Stickstoffreserven dann auch ausreichen für die hohen Erträge, dass wir dann mit diesen 60 N beispielsweise einen Einfluss auf unseren Ertrag und auch Protein haben. Ja, Ferenc, ich glaube, wir könnten hier noch locker eine halbe Stunde weiter über das Thema Sojaanbau sprechen. Leider zwingt mich die Uhr, das an der Stelle zu beenden. Vielen Dank für den Bitte, bitte. interessanten Vortrag und natürlich auch für das Beantworten der Fragen. Bitte, bitte. Und Grüße aus Regensburg. Also. Dankeschön. Stimmt, das ist eine rein bayerische Veranstaltung sozusagen aktuell. Ja. Also, Gut. tschüss, Michael. Ja, tschüss, danke dir, Ferenc. Ja, wir sind dann mit dem Bereich Sojaanbau durch, für heute zumindest. Ich darf jetzt dann um 16 Uhr hier ankündigen, den nächsten englischen Beitrag zum Thema Intercropping. Den wird mein Kollege der Johannes Hottenbacher anmoderieren und dann auch die Fragerunde moderieren. Also bis dahin.